als vielleicht hier eröffnendes Zitat von dem Vorsitzenden des Bundesverbandes Florian Noll, der gesagt hat, Deutschland ist von der Situation ziemlich einzigartig, haben den Mittelstand, wir waren ja auch einige Zeit in den USA, und das trifft in der Tat zu. Und eine engere Kooperation zwischen Startups und Mittelständern liegen auf der Hand. Jetzt ist es so gewesen, dass vor ein paar Wochen der deutsche Startup-Monitor 2017 erschienen ist. Und ein Ergebnis war, dass nur noch 50% der Startups mit etablierten Unternehmen kooperieren. Im Jahr davor waren es 70%. Das heißt, das ist einfach deutlich abgesunken. Und jetzt kooperieren scheinbar Startups mehr mit anderen Startups, was auch immer das heißen mag oder was die Gründe sind. Und deswegen glauben wir, dass die Studie jetzt gerade recht kommt, um dieses Thema ein bisschen anzukurbeln. Und bevor wir also angefangen haben, uns dem Ganzen zu widmen, haben wir erstmal uns den Status quo angeschaut, um mal zu schauen, wie auch Mittelständler sich von größeren Konzernen abgrenzen, und haben dabei einfach verschiedene Feststellungen gemacht, nämlich, dass im klassischen Mittelstand die Ressourcen einfach sehr viel beschränkter sind, dass es nicht nur personell, sondern auch finanziell der Fall, dass das Thema Risikoaversität einfach viel präsenter ist und alles, was nicht direkt hier auf den Umsatzprofit oder den ROI einzahlt, ist schwierig zu rechtfertigen bei Entscheidungen, dass zum Beispiel eine Person sich Vollzeit um das Thema Kooperation zum Beispiel mit Startups widmet. Dazu Auffassung von Innovation eher inkrementell und insbesondere auch geschlossene Innovation. Wir haben das unter Open Innovation zusammengefasst. Man tendiert häufig nicht dazu, anderen offen zu erzählen, wie die eigenen Innovationsprozesse funktionieren. Und zuletzt noch das Thema Digitalisierung. Oftmals haben wir festgestellt, dass es nicht unbedingt einen Zwang gibt zu digitalisieren. Warum denn auch? Denn wenn die Auftragsbücher voll sind, muss man sich vielleicht keine Gedanken über die Zukunft machen. Wir denken aber auch, dass es dringenden Handlungsbedarf gibt. Und wenn man sich ein paar Zahlen da anschaut, erzielen von den mittelständischen Unternehmen, sind die Umsätze kleiner als 10%, die eigentlich mit Innovationen erzielt werden. Das zweite ist, nur 16% nutzen digitale Vertriebskanäle, um ihre Produkte zu verkaufen. Mehr als die Hälfte sehen keinerlei Anpassungsbedarf, was ihr Geschäftsmodell angeht, und nur ein Viertel rund kooperieren überhaupt mit anderen Unternehmen. Also es geht gar nicht mal darum mit Startups, sondern überhaupt mit anderen. Man kann generell sagen, umso größer der Mittelständler ist, desto mehr Partnerschaften werden gepflegt, und umgekehrt genauso, desto kleiner er ist, desto weniger wird mit anderen kooperiert. Und das Zitat hier, es begleitet mich schon ziemlich lange, ist von einem der größten Management-Experten, Gary Hamel, der gesagt hat, oder der es eigentlich angedeutet hat, dass es Zeit ist zu reagieren, das bereits 99. Und dieser letzte Satz, der dort vorne steht, könnte heißen, dass man mit Startups halt kooperiert. Und dieses Potenzial existiert auch in der Realität, wie man hier sieht, das ist eine Studie von diesem Jahr. 70% der mittelgroßen Unternehmen können sich Partnerschaften vorstellen. Und insgesamt 95% von denen, die eine Partnerschaft mit Startups hatten, würden es wieder tun. Und wir sehen, oder wir haben am Anfang auch einfach festgestellt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, die Mittelständler mit Startups haben, im Vergleich jetzt zum Beispiel mit Großkonzernen, dass beide innovativ kundenzentriert sind, sich auf konkrete Probleme im Markt fokussieren und oftmals auch auf Nischenmärkte spezialisiert sind. Die Größenunterschiede sind deutlich geringer, als es von Startups und Großkonzernen sind, was zu schnelleren Entscheidungswegen führen kann. Und sie werden dazu häufig auch von natürlich starken Gründer- und Inhaberpersönlichkeiten geführt. Dieses Potenzial haben wir aufgegriffen, und wir haben uns aber nicht die Zahlen eigentlich angeguckt, sondern eher das Wie und Warum, und sind dann im Laufe jetzt dieser letzten 12 Monate verschiedenen Fragen nachgegangen, nämlich wie können mehr Partnerschaften zwischen Startups und Mittelständern entstehen? Wie kann dieser gesamte Prozess des Kennenlernens, Matching und auch des eigentlichen Partnering systematischer ablaufen als bisher? Wo liegen die größten Herausforderungen? Was sind die spannendsten Kollaborationsmodelle? Und nicht zuletzt auch, was jede Seite eigentlich der anderen anbieten kann, um eine effiziente Zusammenarbeit zu gewährleisten. Und da haben wir viel diskutiert. Wir haben hier auch im März zum Beispiel das letzte Mal verschiedene Workshops gemacht. Die haben wir alle ausgewertet zu verschiedenen Fragestellungen. Und in den USA haben wir, wie man auf der nächsten Slide hier sieht, 20 Interviews gehabt. Wir haben eine Befragung durchgeführt. Das war auch hier bei Spielfeld, hatten am Anfang einen Roundtable am HIG, wo wir die ersten Ergebnisse validiert haben mit einer kleineren Gruppe, und haben zum Schluss nochmal im Sommer auf dem Tech Open Air unsere Erkenntnisse mit drei verschiedenen Gruppen diskutiert und nochmal so zwei, drei Fragestellungen, die spannend waren, thematisiert.
Jetzt zum Spannendsten, nämlich zu den Ergebnissen. Dieser erste Teil, das haben wir im März schon vorgestellt. Das sind nämlich alles Dinge, die wir auf der bestehenden Literatur irgendwo analysiert haben und die wir rausbekommen haben. Und dort wurde ganz schnell klar, dass es einfach sehr große Unterschiede zwischen diesen beiden Welten gibt, hier in dieser Gegenüberstellung. Verschiedene Bezeichnungen, wie von Startups geredet wird, wie von etablierten Unternehmen gesprochen wird. Modern gegenüber traditionell, prozessgetrieben versus ergebnisorientiert. Nicht zuletzt so disruptiv, inkrementell und so weiter. Bei der Zusammenarbeit werden auch jeweils natürlich unterschiedliche Ziele verfolgt. Da haben wir versucht, das ein bisschen zu systematisieren und haben da auf der ersten Ebene oben gesagt, es geht generell immer darum, die eigene Markt- und Wettbewerbssituation zu verbessern. Das kann bei den größeren Unternehmen sein, dass es hier um die Entwicklung von neuen Technologien oder Geschäftsmodellen geht. Dann haben wir das versucht, so ein bisschen auf funktionale Bereiche einfach zu verdichten. Vertriebs- und Marketingpartnerschaften, die insbesondere für Startups natürlich sehr spannend sind, um erste Pilotkunden zu gewinnen oder auch an das Vertriebsnetzwerk von den großen Unternehmen anzuknüpfen, bis hin zu Finanzierungs- und Investitionsgründe oder auch der ganze Bereich Personal. Wie wir oft gehört haben, ist es für natürlich mittelgroße oder auch größere Unternehmen sehr spannend, mit Startups zu kollaborieren, weil das halt verschiedene Impulse auch auf die eigenen Mitarbeiter haben kann. Deswegen treten aber auch, egal wie man zusammenkommt, diese verschiedenen Herausforderungen auf. Insbesondere natürlich auch, weil die Größenunterschiede oftmals da sind und es sich um asymmetrische Partnerschaften handelt. Und beim ersten hier ganz klar dieses gegenseitige Verständnis, was in diesen frühen Phasen einfach hier häufig dazu führt, dass da vielleicht zwei unterschiedliche Sprachen noch gesprochen werden, dass dieser gesamte Annäherungsprozess sich etwas schwierig gestaltet. Wir haben identifiziert, wie schwierig es häufig ist für beide Seiten, eigentlich die jeweils andere überhaupt zu finden oder sich den geeigneten Ansprechpartner auf Seiten der Startups überhaupt erstmal in einem größeren Unternehmen zu suchen, aber auch genauso für mittelständische Unternehmen, wie können sie eigentlich die richtigen Startups für sich identifizieren und auswählen. Und dann geht es weiter über generell in Partnerschaften immer das Thema, die gemeinsamen Ziele und das Thema Vertrauen und Verbindlichkeit überhaupt in diese Partnerschaft zu bekommen, weil es sich oftmals einfach auch um ungleiche Machtverhältnisse handelt und verschiedene weitere Herausforderungen, die wir unten aufgeführt haben. Das Letzte, was wir noch gemacht hatten, sind die ganzen Kollaborationsformen ein bisschen zu sortieren. Angefangen auf der linken Seite die Modelle, die einfach eine geringe Beziehungsintensität, geringe Komplexität, weniger Kosten und auch ein geringeres Risiko eigentlich mit sich bringen. Nämlich, dass man sich vielleicht kennenlernt auf Konferenzen oder bei einem Hackathon oder bei Meetups oder dass man vielleicht auch in Silicon Valley fährt, um sich dort Impulse zu holen, die einem helfen, Startups besser zu verstehen. Und dann geht das weiter über Möglichkeiten, über Acceleratoren, Inkubatoren bis hin zu richtigen Partnerschaften, die von Kundenlieferantenbeziehungen über Co-Creation und auch Lizenzpartnerschaften oder ganz zum Schluss natürlich auch, wenn es um das Thema Investitionen oder Akquisitionen geht. Und wir haben das Ganze in ein Framework gesetzt, weil wir gedacht haben, das hilft uns, alles zu strukturieren und insbesondere unsere Diskussionen anhand von bestimmten Phasen zu führen. Nämlich, wir haben es als Prozess begriffen, damit überhaupt mehr Partnerschaften, die halt langfristig sein können, entstehen. Es ist wichtig, dass man immer möglichst viele kennenlernt, mit wenigeren dann irgendwann in eine Matching-Phase übergeht, um sich dort zu verständigen und zu schauen, ob man wirklich zueinander passt, um dann in eine Partnerschaft überzugehen. Und wenn es tatsächlich um diese letzte Phase noch geht, aus Sicht des größeren Unternehmens, wo es um das Ownen geht, das haben wir uns aber gar nicht mehr angeschaut. Und genauso haben wir dann versucht, diese einzelnen Kollaborationsmodelle auch diesen drei Phasen so ein bisschen zuzuordnen. Einige helfen davon wirklich, dieses Matching irgendwo hinzukriegen, um dann zu schauen, ob man da halt wirklich intensiver einsteigt oder nicht. Und daraus und insbesondere mit all den ganzen Elementen, die ich am Anfang gesagt habe, haben wir versucht, bestimmte Grundvoraussetzungen, Leitlinien, die für beide Seiten gelten, aber auch Handlungsempfehlungen für Startups und mittelgroße Unternehmen am Ende abzuleiten. Und die stelle ich jetzt vor. Das erste sind einmal die Grundvoraussetzungen, also was man wirklich wissen sollte, bezieht sich hier Punkt 1, Partnerschaften funktionieren aus unserer Sicht einfach in jeder Branche komplett anders. Es liegt daran, dass Wertschöpfungsketten anders funktionieren, es liegt daran, dass in diesen einzelnen Branchen verschiedene Unternehmen ganz andere Bedeutung haben und Größen. Und dazu kann man sagen, dass Kooperationen natürlich immer mit zwei mindestens starten, das heißt, jeder hat da unterschiedliche Zielsetzungen, Voraussetzungen und bringt
ganz andere unterschiedliche Interessen mit, was Partnerschaften generell einfach sehr einzigartig macht und nicht nach Schema F, die man einfach, wie man das im Vertrieb vielleicht kennt, manchmal der Reihe nach so abfertigt, das funktioniert nicht. Die Punkte 2 und 3 habe ich eigentlich am Anfang gedacht, hoffentlich muss man die nicht aufführen. Es ist unmöglich, darüber hinwegzugehen, weil einfach so viele, mit denen wir gesprochen haben, gesagt haben, wie wichtig einfach das gegenseitige Vertrauen, die persönlichen Beziehungen ist, die tatsächlich dann den Partnerschaften am Ende zum Leben verhelfen und Grundlage für langfristige Kooperationen sind. Und als letzter Punkt, dass sich natürlich um Geschäftspartnerschaften handelt, wo jeder einfach mit konkreten Zielen irgendwo reingeht, muss man zu jeder Zeit einfach eine Win-Win-Strategie haben, die einem hilft, natürlich am Ende auch die Ziele, die man damit verfolgt, irgendwo zu realisieren. Als Leitlinien haben wir versucht, das zu sortieren. Der erste Punkt, der ist in den USA eigentlich sehr häufig genannt worden, wo immer von dem Collaborative Mindset gesprochen wird. Und wenn das, also die grundsätzlich kooperationsoffene Grundhaltung nicht vorhanden ist, dann heißt das, dass man eigentlich gegen Windmühlen teilweise kämpft und gerade Startups, die versuchen, sich selbst an vielleicht größere Unternehmen als Kooperationspartner zu verkaufen und auf Menschen treffen, die überhaupt nicht wissen, warum sie kooperieren wollen oder das sollen, dann ist es, glaube ich, schwer und kostet unglaublich viel Kraft und Zeit. Fehler sollten unbedingt in diesen auch Partnerschaften natürlich erlaubt sein, wenn man sie als Chance begreift, insbesondere davon auch zu lernen, sie möglichst früh zu begehen, können sie helfen, diese Partnerschaften nochmal zu korrigieren am Anfang oder auch abzubrechen, was auch durchaus legitim ist, aber mit dieser grundsätzlichen Einstellung, dass man Fehler machen darf, denken wir, kommt man sehr viel weiter. Gemeinsame Ziele und Visionen helfen, dem Ganzen Stabilität zu geben, auch in kritischen Phasen, wenn mal die Dinge einfach nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten. Wenn man trotzdem diese gemeinsamen Ziele und Visionen verfolgt, ist es, glaube ich, gibt das dem Ganzen eine Richtung. Die nächsten Punkte wiederum durch die einfach verschiedenen Machtverhältnisse, die es gibt, das Thema Empathie, Perspektivenwechsel, Austausch auf Augenhöhe. Für all die, die hier im März auch bei den Workshops mitgemacht haben, ist das immer präsent gewesen und natürlich diese transparente Kommunikation, das Erwartungsmanagement, was beide Seiten einfach vorgeben, um bestimmte Erwartungen auch richtig zu kommunizieren und der anderen Seite das Gefühl zu geben, zu wissen, woran man ist. Bei Startups ist eins präsent, nämlich die Veränderung. Die ist stetig der Fall und man kann aus unserer Sicht nicht besser damit umgehen, als dass man auf bestimmte Dinge flexibel und offen reagiert und auch, wenn es sich bestimmte Parameter einfach verändern, dort eine Lösung findet. Und nicht zuletzt diese kontinuierlichen Beiträge zum Erfolg, die jeder Partner auch nach einer bestimmten Phase immer weiter reingibt und dass das nicht abrupt irgendwann endet und aufhört. Jetzt sind wir zu Handlungsempfehlungen, insbesondere für beide Seiten, nämlich für die mittelgroßen Unternehmen gekommen. Am Anfang geht es ja oft um die Frage, einfach das richtige Personal zu finden, dem man Verantwortung überträgt, um das ganze Thema zu steuern. Auch die richtigen Strukturen natürlich zu schaffen und dabei unbedingt die Unterstützung der Geschäftsführung oder auch vom Top-Management, je nachdem wer es ist, da einzuholen. Als zweites die Ziele, über die man sich am Anfang Gedanken macht, also was man damit erreichen will, helfen einem danach, die Kooperationsmodelle auszuwählen, mit Hilfe dessen man wiederum seine eigenen Ziele verwirklichen kann. Die Präsenz, Sichtbarkeit, Attraktivität, glauben wir, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil, wie wir wahrscheinlich alle wissen, befinden sich Startups in Ballungszentren und die mittelständischen Unternehmen eher auf ländlichen Räumen, was ein großes Problem ist. Und wenn jede Seite dort auch häufig die eigene Umgebung verlässt und man sich trifft an bestimmten Orten, ist das als Mittelständler so, dass man auf jeden Fall präsenter, sichtbarer und auch ein attraktiver Partner für Kooperationen sein kann. Barrieren für die Zusammenarbeit senken, auf Englisch ist dieser Begriff das fehlende Commitment, was häufig der Grund ist, warum es nicht weitergeht. Also die Startups wünschen sich, sich früher zu committen. Mit diesem nächsten Punkt in dieser Kombination aus diesen ressourcenschonenden, pragmatischen Formaten, die wir ganz stark in so Pilotprojekten sehen, die über eine gewisse Zeit laufen, wo es auch konkrete Ziele gibt, die verfolgt werden, aber die man ganz klar messen kann und die einem helfen, irgendwo die Zusammenarbeit früher zu starten. In dieser Kombination wäre das eine auf jeden Fall Senkung der Barrieren. Dann
das Fokussieren auf schnelle Erfolge und diese Kontinuität, die ganz wichtig ist, insbesondere wieder in Kombination mit den persönlichen Beziehungen. Wenn es verschiedene Wechsel auch gibt und ein zuständiger Ansprechpartner auf einmal nicht mehr da ist, kann das dazu führen, auf dieser Seite, dass alle Beziehungen, die bis dorthin aufgebaut wurden, ebenfalls gehen. Und nicht zuletzt, da komme ich später noch drauf, diese Unterstützung von Intermediären, also die helfen, beide Welten irgendwo zu connecten und zusammenzubringen. Und die Kooperation vielleicht auch mit anderen mittelgroßen Unternehmen. Das wird auch noch ein weiterer Punkt gleich sein. Dann für Startups ebenfalls, also dort sein, wo der Mittelstand ist, ist eigentlich das Konträre von dem eben Klarheit. Also nichts ist wichtiger, als selber als Startup auch zu wissen, wie ein Mittelständler einem helfen kann, die eigenen Ziele zu verwirklichen. Und umso klarer dieses Bild auch vorhanden ist, desto einfacher wird es sein, das auch überzeugend darzulegen. Diese konkreten Ziele und schnellen Ergebnisse, um die geht es. Es ist einfach meistens keine Zeit da und das Geld geht ebenfalls aus. Deswegen ist diese Ergebnisorientierung allein daher wichtig. Der Begriff Champion war omnipräsent, insbesondere in den USA. Man redet dort eigentlich nur von dem Champion in den eigenen Reihen des jeweiligen Mittelständlers, der einem hilft, diese Partnerschaft eigentlich zum Leben zu erwecken. Und den gilt es zu finden und zu suchen. Idealerweise hat er die nötige Autorität, Kompetenz und Entscheidungsbefugnis. Und auch Startups sind gut daran getan, das Risiko zu minimieren auf Seiten der Mittelständler, indem sie natürlich auch nicht nur vor Investoren pitchen und darlegen, warum sie ein spannendes Startup sind, sondern das auch genauso auf Kooperationen zu übertragen und sagen, was dafür spricht, dass der Mittelständler eigentlich durch seine Entscheidung, mit ihnen zu kooperieren, möglichst wenig Risiko eingeht. Und die letzten Punkte, transparent sein, klare Erwartungen kommunizieren und sich nicht auf Einzelne zu verlassen, sondern sich ganz klar immer mehrere Optionen offen zu halten. Die Ergebnisse von den Interviews in den USA sind dort auch eingeflossen. Nichtsdestotrotz wollte ich auch noch mal sagen, was wir dort beobachtet haben, mit was wir zurückgekommen sind. Das hier ist ein Zitat. Wir haben in dieser ganzen Zeit uns versucht, alles freizugeben. Das haben wir nicht freigegeben bekommen mit Namen, aber ich fand es eigentlich ein ziemlich bezeichnendes Beispiel. Der Kollege sagte, es gibt definitiv Unterschiede. Und zwar in Deutschland wird man immer versuchen, irgendwo Prozesse und systematisch vorzugehen. In Amerika funktioniert das anders, insbesondere Entrepreneurship. Man fliegt einfach auf einer Höhe und springt aus dem Fenster und den Fallschirm baut man sich in dem Zeitraum, wenn man gerade nach unten auf dem Weg ist. Also sehr viel pragmatischer Learning by Doing und lange nicht so systematisch, wie das hier der Fall ist. Die weiteren Beobachtungen, das gegenseitige Verständnis, wo es hier in Deutschland häufig dran scheitert, ist dort viel besser ausgeprägt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass diese Jobwelt sehr viel flexibler funktioniert und es in Startups häufig Menschen gibt, die vorher in großen Unternehmen gearbeitet haben und umgekehrt auch genauso Leute, die in Startups arbeiten, die in großen Unternehmen arbeiten, die aus dem Startup kommen. Vielleicht hier noch zu ergänzen als wichtiger Punkt, warum wir überhaupt in die USA gegangen sind. Wir haben uns vorher auch angeguckt, gibt es da überhaupt den Mittelstand? Und wenn man sich die prozentuale Verteilung von Firmen nach Größen anguckt, wird man feststellen, dass das sehr, sehr ähnlich zu Deutschland ist. Der Unterschied, den es gibt, ist, dass in den USA mehr als 50% aller Mitarbeiter für ein Unternehmen arbeiten, was mehr als 500 Menschen beschäftigt. Während in Deutschland hier sind es knapp 80%, die in einem Unternehmen arbeiten, was unter 500 Mitarbeiter sind. Wo man wiederum sagen könnte, es gibt dort eher zwei Welten als drei. Also nicht die großen, die ganz kleinen und die in der Mitte, sondern und natürlich als weiterer Grund, warum wir dort hingegangen sind, wenn der Begriff Startups fällt, dann denkt man automatisch an die USA. Von diesen Ökosystemen, die es gibt, sind allein drei der größten fünf, sind mit Boston, San Francisco und New York in den USA. Und dort auch durch kulturelle Attribute und wir haben es zusammengefasst unter Pragmatismus, Risikofreude, positive Fehlerkultur, das hat einen sehr großen Einfluss, wie Partnerschaften überhaupt entstehen und wie man da halt generell rangeht. Und dass man sich ganz stark auf Chancen funktioniert. Dann diese Testmentalität, die einfach omnipräsent ist. Also man versucht, alles zu überprüfen. Das Konzept wurde auch in der Zeit eigentlich auf die Kooperation übertragen, die wir beobachtet haben. Dann auch in Berlin hier, wo jeden Tag einfach unglaublich viele Veranstaltungen stattfinden, wo man sich kennenlernen kann. Das war da aus unserer Sicht nochmal mindestens doppelt so hoch, wo man Menschen an verschiedenen Orten zusammenbringt, die sich treffen, die ins Gespräch kommen und das Ganze sehr, sehr themenbezogen stattfindet. Also es gibt immer einen Aufhänger und der ist nicht eine Veranstaltung, wo man mit Corporates und Startups oder etablierten Unternehmen und Startups, sondern das geht um Themen wie Healthcare,
und sonstige Sachen, die einfach in dem Moment gerade in dieser Region irgendwo spannend sind. Und nicht zuletzt auch dort unglaublich viele Mittler, die helfen, beide Welten zusammenzubringen. Und zu diesen Mittlern, das ist nämlich eins, was wir als Potenzial festgelegt haben, wo wir am Ende geguckt haben, was muss eigentlich passieren, dass Startups und auch insbesondere Mittelständler besser zusammenfinden und dass mehr Kooperationen entstehen. Und das sind die Intermediäre, die hier eine unglaublich wichtige Rolle spielen, weil sie nämlich den Connect machen. Und Intermediäre alleine hier unter Ihnen allen sitzen sehr, sehr viele, die helfen können, beide zusammenzubringen. Das sind angefangen von Regierungsinitiativen über Städte, genauso auch Verbände. Zum Beispiel ein Verband, der halt sehr mittelstandsnah ist oder eine Organisation, die natürlich auf der Seite der Startups ist, aber die mit einer Seite einfach sehr enge Beziehungen hat und helfen kann, dort Kontakte auf diese andere Seite herzustellen. Aber auch genauso ein Ort wie Spielfeld, der eine Möglichkeit bietet, sich zu treffen und auch Kontakte natürlich zu beiden Welten hat. Und genauso unser Institut, was sich ebenfalls mit diesen Fragestellungen beschäftigt und hilft einfach, dass beide Welten zusammenzufinden. Wir haben es genannt, Intermediäre, die vernetzen. Als zweites auch diese Themen, ob es Elektromobilität, Industrie 4.0 oder andere Themen. Hier wird bald ein Future of Retail Lab eröffnet. Das ist, glaube ich, sehr spannend, weil dadurch begegnet man sich gleich und hat einen gemeinsamen Nenner, was sehr viel einfacher ist, wenn es dann um konkrete Projekte geht und daraus einfach vielleicht neue Partnerschaften entstehen. Also gemeinsame Themen, die verbinden. Und das Letzte, was wir auch zum Teil sehr kritisch diskutiert haben und wo es auch Stimmen gab, wo einige gesagt haben, das funktioniert so nicht, sind Gemeinschaftsinitiativen, nämlich dass sich mehrere Mittelständler einfach zusammentun. Und wir sehen sehr große Vorteile darin, aus dem Grund, dass man einerseits natürlich Kosten sparen kann. Man muss Fehler nicht jeweils selbst begehen, sondern man kann in diesem Prozess wirklich frühzeitig voneinander auch lernen. Und es ist auch sehr interessant für Startups, weil es einfach mehrere Anknüpfungspunkte bietet und auch aus dieser Perspektive, glaube ich, verschiedene Vorteile verspricht. Zusammengefasst möchte ich das Ganze beenden eigentlich mit einem Satz, der auch beim letzten Mal schon gefallen ist. Aus unserer Sicht deutet einfach alles darauf hin, dass jetzt ein guter Moment ist, dass Kooperationen zwischen Startups und auch mittelständischen Unternehmen entstehen. Und an dieser Stelle einfach nochmal ein herzliches Dankeschön an die über 70 auch Experten, die uns geholfen haben, in den Diskussionsrunden und in den Interviews Antworten zu finden. Und wir haben versucht mit aller Kraft an der einen oder anderen Stelle, wo es auch gut passt in dieser Studie, die einzelnen Zitate von den Leuten unterzubringen. Und wir haben verschiedene auch Fallbeispiele dazu gepackt. Wir haben, wie man hier sieht, 11 Videos gedreht, die man sich ebenfalls anschauen kann. Und wir haben unglaublich viele Abbildungen und ich lade Sie alle ein, sich das anzuschauen. Ich habe jetzt einen Kollegen nämlich hier dazu eingeladen, das ist der Dr. Marcel Hebing, der hier vorne sitzt, der uns geholfen hat, weil wir am Anfang schon das Ziel hatten, jetzt nicht ein Printdokument irgendwann rauszugeben oder ein PDF, sondern das Ganze etwas interaktiver zu machen. Und der hat sich angeboten, das in kurz 5 Minuten mal vorzustellen. Vielen Dank. Eine ganz kurze Unterbrechung in der Präsentation. Ich würde gerne kurz eine Netzwerkinitiative vorstellen, die Impact Distillery. Wir sind ein Netzwerk von Experten aus unterschiedlichen Disziplinen, vor allem Data Science, visuelle Kommunikation, Kommunikationswissenschaften, die sich alle zusammengetan haben in der Motivation, dass wir uns für Wissenstransfer interessieren. Und nachdem wir alle in irgendeiner Form einen Bezug oder Erfahrung aus wissenschaftlichen Instituten haben, sind wir insbesondere bei einem Thema gelandet, nämlich eben der Darstellung und Kommunikation wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dazu haben wir ein Projekt gestartet, das unter dem Projektnamen Graphit läuft. Die Motivation für uns dahinter war zu sagen, dass wir gesehen haben, die wissenschaftliche Art, Erkenntnisse, Einsichten zu kommunizieren, basiert eigentlich immer noch auf einem Format aus Zeiten der Buchpresse. Also wir denken in Artikeln mit Seitenzahlen, meistens gedruckt, mit einem sehr linearen Narrativ. Und es ist eigentlich noch bis heute die Ausnahme, dass wissenschaftliche Präsentationen, Ergebnisse wirklich interaktiv im Web gut dargestellt werden, in einer Form, die auch wirklich den Möglichkeiten des Internets und einer nutzerfreundlichen Darstellung gerecht wird. Dazu haben wir vor einem halben Jahr eine erste Konzeptpräsentation bei einer Designkonferenz der XQX in Lissabon gemacht und sind eben mit der Idee gestartet, warum
ist eigentlich die Darstellung eben immer so buchbasiert, es ist ein linearer Ablauf, ich kann von der ersten bis zur letzten Seite durchblättern, aber letztlich ist es immer nur diese lineare Abfolge, eine Seite kommt nach der anderen. Wenn wir jetzt ins Web gehen, können wir das ganz anders denken, wir können plötzlich auf mehreren Schichten denken. Also wenn ich zum Beispiel in einer Präsentation oder einem Text zu einer Visualisierung komme, dann liegt dieser Visualisierung, wenn sie datenbasiert, ist ja normalerweise ein Datensatz zugrunde. Das heißt, ich habe, wenn ich jetzt ins Web gehe, plötzlich die Möglichkeit, auch direkt an der Visualisierung, nicht irgendwo in einem Anhang oder in irgendwelchen Online-Attachments, sondern direkt im Dokument eine Verknüpfung zum Datensatz zu machen. Ich kann Visualisierung mehrdimensional, interaktiv denken. Und wir wollen eben dazu einen Service anbieten, der es eben auch Wissenschaftlern oder eben Forschungsinstituten ermöglicht, ihre Reports, ihre Ergebnisse besser genau auf dieser Ebene darzustellen. Und genau, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Martin und vor allem auch Lisa, die sich mit uns auf dieses Abenteuer eingelassen haben, hier einen ersten Prototypen jetzt auch wirklich zu realisieren, der jetzt online ist. Das ist die erste Studie, die wir mit unserer Software jetzt auch realisiert haben. Wir haben eben genau die interaktiven Elemente, von denen Martin vorher schon gesprochen hat, konnten wir jetzt in der Studie auch direkt anfangen umzusetzen, die Zitate bzw. Quotes auch wirklich mal als Slides umzusetzen, mit deutscher, englischer Übersetzung, eben immer auch diesen Gedanken dahinter zu halten, wenn ich etwas auf Deutsch präsentiere, habe ich zusätzlich auch ein englisches Original. Wir haben die Videos direkt einbetten können, wo man dann auch in der Printstudie sieht, da ist natürlich in der Printstudie immer die Begrenzung, wir können nur sagen, hier ist ein Link zu einem Video. In der Präsentation online ist es direkt verfügbar. Und wir haben auch unten eine Visualisierung, wo es direkt funktioniert hat, dass wir eben einen Datensatz dahinter legen konnten. Man sieht die Möglichkeiten auf jeden Fall schon mal und wir freuen uns natürlich sehr über Feedback zu der Studie, auch zu der Darstellung und Anregungen, was sich da noch optimieren lässt.